Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft PS4. Letzte Folge haben wir unsere kleinen Behausung oben auf dem Berg. Da haben wir etwas hinzugefügt, nämlich schon mal ein paar kleine Assets war's. Ach ja. Nämlich ist der erste Stock fast fertig, die Treppe steht auch schon. Die Wände muss ich dann nochmal gucken, das mache ich separat. Ja. Aber soweit läuft es doch ja schon mal erstmal. Ich bin sehr froh. Und heute bauen wir schon mal im ersten Stock die Fenster ein. Ja. Wir bauen die Fenster ein und mal gucken, wie weit wir sonst noch kommen. Was mache ich denn? Ah, da. So. Aua. Wieso greifst du mich an? Es ist tagsüber. Du solltest mich nicht angreifen. Nichts ist mehr verlassen. Ach ja, wie schön, dass das hier schon langsam so alles vor sich hin wächst. Ich mag das immer so zu sehen, wie so nach und nach so die Häuser entstehen. Ah, oh, die Fenster sind ja mega. Guck mal hier mit Goldrahmen, aber hallo. Also, da wird ja die Hütte fast nicht gerecht dafür, dass das solche Goldfenster sind. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Fenster, wenn ich das recht sehe. Obwohl, es könnte reichen. So, schöner Ausblick. Na, so. Ja. Sehr schön. So, das hier wollte ich nochmal umbauen. Weil, ja, obwohl, nee, das könnte man theoretisch so lassen. Ach, ich weiß doch auch nicht. Ne, weil eigentlich hatte ich ja hierfür was anderes gedacht. Oder vielleicht mache ich das ja auch so, dass man da von hier aus nicht so rankommt. Wie gesagt, die Häuserplanung und so, das ist alles so eine Sache für sich. So, dann machen wir jetzt erstmal so. Ups. Gut, das machen wir jetzt einfach erstmal so. Ja, obwohl doch, doch. Jetzt, wo ich das so sehe, finde ich, das ist eine gute Idee. Jetzt, wo ich das so sehe, finde ich, ist eine gute Idee. So, ich brauche definitiv mehr Wut. Mehr Wut. Nee. Und zwar hatte ich eigentlich mir so gedacht, so, da kann man doch hier so, ne? Ja. Und dann geht man nämlich von hier aus dann einfach so, na, so quasi. Na, ihr wisst schon, was das wird. Dreimal dürft ihr raten. So. Dann hier einen weg. Da einen weg. Da, da. Wird sich das wahrscheinlich ein bisschen beißen. Mr. Beißen. Kennt ihr noch M. Beißen? M. Bison. Habe ich ihn immer als Kind genannt. M. Bison. Ja, das passt ganz genau. Das ist doch schön. Wie gesagt, wir brauchen erstmal mehr Wut. Ach ja, natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Unser erstes Heim bekommt seine erste Tür. Und damit ist dieser Unterschlupf hier im Prinzip schon fast sicher. Ja, es hat hier und da noch ein paar Macken, aber das wird schon noch. So. Und hier oben setzen wir dann eh den Boden an. Ja. Das heißt, wir brauchen heute wie immer, wir brauchen Steine, Holz und wahrscheinlich noch mehr Holz. Den werde ich nicht komplett kriegen, wahrscheinlich. Ich suche mir aber auch immer die höchsten und dicksten Bäume aus.
Natürlich, wie immer, eins fehlt. Und das ist dann wieder so ein Minibaum natürlich. Okay, wir brauchen. Ja, das muss erstmal reichen. Setze ich gleich noch einen Baum an oder nicht? Nö, eigentlich nicht. Obwohl. Da. Und. Ich höre hier die ganze Zeit Zombies. Wahrscheinlich ist. Ja, nee. Komm doch her. Traut sich wohl nicht. Warum nur? So, wir brauchen eine zweite Etage. Ja. So. Die Musik ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, es kommt mir. Die Musik kommt mir gar nicht so wie bei Minecraft vor. So. Und wenn es da nicht so ein paar Copyright-Dinger gäbe, ne? Dann würde ich auch gerne meine Musik zeigen. Ja, weil bei Minecraft konnte man das auch auf der PlayStation im Hintergrund einfach Musik von der Festplatte laufen lassen und alles war wunderbar. Ich glaube, ich muss das wegmachen, weil hier der Baum steht. Sonst habe ich die ganze Zeit hier fliegende Blätter und das mag ich nicht. So, also wie das da. So, der hier kommt auch noch weg. Basteln, basteln, Holzfäller, Holzfäller. Oh, ich kann es immer gar nicht erwarten, wenn das Haus immer so fast fertig ist, dann werde ich immer voll ungeduldig, weil ich dann endlich das Haus fertig haben möchte. Och, Menno. Oh. So, perfekt. Ach ja. Die Fackeln. Also ich mache das eigentlich immer generell immer ein bisschen schlicht. Ich mache da eigentlich auch jetzt nichts außen an die Fenster dran oder so. Aber ich habe da schon eine Idee. Lasst mich mal machen. Ja. Zweiter Stock. Ja. Erster Stock, sorry. So, 60. Reicht noch nicht ganz. Glaube ich. Könnten da erstmal hinten das Loch flicken. Na, na, na. Ups. Ja, jetzt muss ich hier muss ich selber erstmal gucken, wie weit ich das mache. Ich muss ja hochgehen können. Sauber hoch und runter. Wahrscheinlich geht's ab da schon. Ja, da geht es locker. Ja. Ich könnte auch so ein offenes Treppenhaus machen, aber davon bin ich kein Fan, denn ich nutze gern Raum. Vor allem, weil unsere Hütte ja ist ja nicht so gigantisch groß. Deswegen benutze ich da. Den sämtlichen Platz, den wir haben, möchte ich da gerne nutzen. Ach komm, wegen dem kleinen Loch jetzt. Also schön, gehen wir halt nochmal Holz hacken. Musik finde ich aber doch eigentlich ganz schön, also. Es ist mal was anderes. Bei Minecraft Phase 3, da hattest du die ganze Zeit diese zwei Songs oder einen und die hast du halt rauf und runter gehört und irgendwann konntest du es halt einfach nicht mehr hören. Oh. Verdammt. Schlecht vorbereitet. Keine Spitzhacken mehr. Ja, gut. Trifft sich aber auch. Ich meine, wir haben genug Holz für die Decke auf jeden Fall.
Alles ist hier dunkel. Wenn ich da nicht ein paar Fackeln platziere, spawnen hier noch Monster drin. Oh, no, 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 no. So. Ja, es ist sehr dunkel hier drin. Oh. Haha, daneben. Da schießt doch schon wieder Johnny das Skelett auf mich. Der scheint es echt ernst zu meinen. So, ich weiß, wir brauchen noch mehr Sand. Steine brauchen wir sowieso noch. Treppen. Ja, davon brauche ich davon noch ein paar. Essname, was ist das nochmal? Ah ja, das ist Sand. Die Glasscheiben behalte ich mal. Oh, bevor ich jetzt so einen ganzen Pflasterstein verbrate, müsste ich mir ein bisschen was aufheben, weil ich muss noch ein paar Äxte herstellen. Spitzhackenhammer, ja, Äxte. Eins, zwei, drei. Mensch, mein Inventar sieht wieder aus wie, naja, schlecht halt. Schlimm sieht's aus. So, und das werde ich jetzt auch noch aufräumen. Mensch, so viel Zeug, dass man echt durcheinander kommt. So. Das kommt dahin. Die kommen dahin. Die hier verbrenne ich. Die nehme ich mit. So. Die hier kommt dahin. So. Genug Inventararbeit gemacht. Das reicht. Stiegel, ja, Stiegel bräuchte auch noch ein paar. Also gut. Die Glasscheiben, das stelle ich auch noch mal her. Perfekt. Gut. Der erste Stock ist fertig, der Boden ist drin. Ist das nicht cool? Ja. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal für diese Folge. Obwohl, warte mal. Vielleicht könnte man noch schnell. Ich gehe schon mal für nächste Folge einfach in die Mine. Ja, das ist gut. Ich gehe nämlich einfach schon mal hier in unsere kleine Mine. Klopf noch ein paar Steinchen. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Will ja mal nicht so sein. Weil wenn ich das jetzt hier aufs Folgenende schiebe, dann muss ich das am Anfang der nächsten Folge nicht machen. Damit seid ihr glücklicher, damit bin ich glücklicher und so weiter und so fort, ne? Ja. Ich muss nur aufpassen, nicht, dass ich es wieder übertreibe und dann auf einmal macht die Folge einfach wieder flupp und aus. Das mag ich nämlich nicht. So. Ach ja, ich freue mich richtig, wenn unser kleines Häuschen erstmal steht. Weil dann geht's erst richtig los. Dann können wir uns nämlich mal ein kleines Lager anlegen. Das wollte ich eigentlich im Keller machen. Dann die Verbindungstunnel bauen. Und wenn das erstmal alles steht, dann können wir uns langsam auch mal auf die Arbeit machen, hin mal ein bisschen Eisen zu besorgen. Mal eine gescheite Rüstung haben. Dann ein paar Endermen jagen. Das wird bestimmt auch lustig. Und ich bin sehr gespannt, wie wir das alles voranbringen wollen. Das wird bestimmt lustig. So. Okay. Also schön. Damit verabschiede ich mich für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten. Tschüss.